Es ist gut, hier zu sein, in der Gegenwart des Heiligen Gottes zu sein und zu wissen, Gott ist hier, egal wie die Stimme sich anhört, spielt alles keine Rolle, Gott ist hier. Und wir haben einen Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle errettet sind, damit alle ihn kennenlernen. Diese Trennung von den Menschen durch die Sünde, unabhängig von Gott leben zu wollen. Gott hatte von Anfang an einen Plan, das zu überwinden in seinem Sohn Jesus Christus. Und es hat ihn alles gekostet. Es hat Jesus alles gekostet. Jesus hat die Herrlichkeit des Vaters zurückgelassen, den Himmel zurückgelassen und ist Mensch geworden, um uns rauszuholen aus unserer Gottesferne. Deswegen sagt Jesus zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und das haben wir gemacht, indem wir Jesus gesagt haben, Jesus, ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist. Ich möchte, dass dein Erlösungswerk für mich gilt, für mich persönlich. In dem Augenblick findet diese Veränderung statt. In dem Augenblick findet diese Wiedergeburt statt. In dem Augenblick ändert sich in unserem Leben total alles. In dem Augenblick sterben wir. Wir schauen nicht auf die Beerdigung irgendwann mal, sondern das ist der Moment, in dem wir sterben und ein neues Leben bekommen in Christus Jesus. Weil unser Geist wiedergeboren wird. Und plötzlich sind wir nicht mehr die normaltypischen Menschen auf der Erde, die einfach hier sind und von Geburt bis zum Sterben leben, sondern plötzlich sind wir Menschen, die gleichzeitig an zwei Orten sein können, weil wir gleichzeitig, wir sind jetzt hier, heute, du bist hier, ich sehe dich, und gleichzeitig sind wir in Christus im Himmel. Ob wir das wahrnehmen oder nicht, so ist es, weil unser Geist wiedergeboren ist. Und unser Geist hat Verbindung zum Ewigen. Und deswegen haben wir diesen Moment, diese Begrenzung, dass nur das, was wir sehen, was wir hier sehen, was wir anfassen können, dass das die Realität ist, diese Begrenzung haben wir überwunden. Real ist nicht, dass wir hier heute auf diesem Stuhl sitzen. Der Stuhl irgendwann in 100 Jahren wird es ihn nicht mehr geben, wird er kaputt gegangen sein. Real ist, dass wir einen lebendigen Gott haben. Und dass wir in der Gemeinschaft dieses lebendigen Gott sein können, für immer und ewig. Und das ist unser Bestreben, dass wir jetzt miteinander auf Gottes Wort hören und erleben, wie Gott uns die Augen öffnet für die eigentliche Realität. Dass wir das, was wir bisher mitgebracht haben aus unserer Vergangenheit, dass wir das zurücklassen, dass wir die Tradition zurücklassen, die uns ständig die Augen zuhält. Und sagen, ja, Herr, öffne uns die Augen, dass wir die Wahrheit sehen, dass wir Offenbarung sehen, dass wir sehen, wie es wirklich ist. Und deswegen ist es so gut und so wichtig, uns immer wieder zu erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Dass er nämlich diesen Tod besiegt hat. Wir haben es gesungen, er hat diesen Tod besiegt. Er ist nicht mehr im Grab geblieben. Das heißt, dem Jesus, dem wir jetzt begegnen, an den wir glauben, den wir in die Augen schauen, ist der Jesus, der menschlich tot war und jetzt lebt. Die Macht, die da ist, ist die Macht, die den Tod überwunden hat. Der Heilige Geist, der Jesus, die Auferstehungskraft, die Jesus aus dem Tod rausgeholt hat, die lebt in dir und die lebt in mir. Und mit dieser Kraft, mit dieser Kraft können wir leben, mit dieser Kraft können wir die Wunder tun, wo Jesus sagt, ich zeige euch größere Wunder. Und auch wenn nicht alles gerade, wir wissen es nicht, ist mir auch egal, wie die Stimme sich anhört und welche Krankheit,
wie auch immer sich bemerkbar macht, spielt keine Rolle, weil ich weiß, dass Jesus alles besiegt hat. Die Krankheit, der Tod und wie auch die ganzen Beschränkungen heißen, sie sind alle besiegt. Sie haben alle verloren. Das, was wir feiern, ist ein Gottesdienst des Sieges. Wir sind die Sieger. Und wir lassen es uns nicht nehmen. Und wenn wir in Gottes Wort reinschauen, dann ist es erstaunlich, was wir lesen. Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus ist gestorben in dem Moment, wo wir nichts zu bieten hatten. Wir waren Sünder, wir waren verloren, wir hatten die Gottesferne komplett. In dem Augenblick ist Christus gestorben. Das heißt, um zu ihm zu kommen, muss ich nichts bringen. Ich muss mich nicht zuerst bemühen und zu sagen, ich bemühe mich zuerst, ein guter Christ zu sein und dann gehe ich in die Anbetung. Ich muss zuerst ein geistliches Leben führen und dann erst bin ich fähig, in seine Gegenwart zu treten. Das ist so, wie wenn man ganz schmutzig ist und sagt, jetzt muss ich mal richtig duschen, dass man sich zuerst vor dem Duschen am Waschbecken komplett sauber abwascht und in dem Augenblick, wo man ganz sauber ist, dann erst zum Duschen geht. Christus ist das reinigende Bad. Seine Vergebung macht uns rein. Und wenn wir schmutzig geworden sind, wenn wir gesündigt haben, dann sind wir eingeladen, genauso wie wir sind, in seine Gegenwart zu kommen. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir müssen nichts zurückhalten, sondern wir sind eingeladen, wenn was dreckig geworden ist, sofort unter die Dusche zu stellen, sofort in seine Gegenwart zu kommen und seine Vergebung anzunehmen. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Durch sein Blut sind wir gerechtfertigt. Und diese Rechtfertigung vor ihm, die ist vollkommen. Die ist einmal geschehen. Und um zu verstehen, warum die Rechtfertigung vor Gott gerecht zu sein, einmal geschehen ist, einmal für immer, müssen wir uns erinnern, mit welchem Blut wir gereinigt worden sind. Weil es war nicht das Blut von den Stieren oder Lämmern des Alten Testaments. Das Blut hatte Kraft, in dem Opferritus ein Jahr die Sünde zu bedecken. Aber das Blut Jesu, es ist der Sohn Gottes, es ist das Blut des Sohnes Gottes, der ohne Sünde war. Dieses Blut ist so stark, dass er es uns einmal für immer gerecht spricht. Einmal für immer sauber macht. Und deswegen können wir getrost und mutig sagen, auch wenn wir gesündigt haben, Jesus, danke für deine Gerechtigkeit. Danke, dass du mich gerecht gesprochen hast. Der Teufel kommt immer wieder und will uns drücken und drängen und sagen, so und jetzt hast du gesündigt und jetzt bist du unwürdig, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist eine Lüge. Das Einzige, was er noch hat, ist, uns eine Lüge zu präsentieren und sagen, schau, wie schlecht du bist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Wahrheit ganz tief verinnerlichen, dass das Blut Jesu uns einmal für immer gerechtfertigt hat. Es hat uns einmal für immer vollkommen gemacht. Selbst wenn wir uns nicht vollkommen sehen, es hat uns so vollkommen gemacht, dass wir ab dem Moment unserer Bekehrung für immer in seiner Gegenwart sein werden. Die Situation wird sich nur ein bisschen ändern. Jetzt sind wir hier auf dieser Erde. Wir haben noch so beide Welten, die wir sehen. Eines Tages wird diese Welt zurückbleiben und wir werden noch nur noch die eine Wahrheit sehen. Wir sind vollkommen gemacht. Und es gibt in der Bibel im Alten Testament gibt es zwei Opferungen, die uns helfen, das ein bisschen zu verstehen. Das Sündopfer und das Brandopfer. Und wir wollen das kurz anschauen miteinander.
Stellt euch vor, ihr wärt jetzt im alten Israel, ganz normale Bürger irgendeines Stammes, und ihr habt gesündigt. Was war die Lösung? Die Lösung war, ein Lamm zu nehmen, ein makelloses Lamm, und dieses Lamm mitzunehmen an den Tempel oder in die Stiftshütte, je nachdem zu welcher Zeit. Und dieses makellose Lamm dem Priester zu zeigen. Und dem Priester zu sagen, schau mal hier, das ist mein Opferlamm. Es ist makellos. Und der Priester würde das Lamm nehmen, es würde es untersuchen und sagen, ist es wirklich makellos oder hinkt es oder hat es irgendwo Verletzungen? Und in dem Augenblick, wo er sieht und sagt, jawohl, es ist makellos, wird es zu deinem Opferlamm. Und das ist ein schönes Bild für Christus. Christus war ohne Sünde. Er war das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und dieses makellose Lamm ist ein Bild für Jesus. Und dann im Alten Testament war es dann so, dass derjenige, der das Lamm brachte, der musste dann seine Hände auf den Kopf des Lammes legen und hat dadurch seine Sünde auf das Lamm gelegt. Das war die Entsühnung, die eigene Sünde und die der ganzen Familie auf das Lamm zu übertragen. Und nach der Übertragung musste er hingehen und musste das Lamm schlachten. Und dann wurde es geopfert. Und dadurch, dass das Lamm mit den Sünden des Menschen gestorben ist, konnte der Mensch frei seinen Weg gehen. Weil seine Sünde, die ihn vorhin gedrückt hat, seine Sünde, die zwischen ihm und Gott stand, die hat das Lamm getragen. Und das Lamm ist gestorben und hat dafür bezahlt. Das ist die eine Sache. Und das zweite Opfer, das es gibt, ist das Brandopfer. Das Brandopfer war da. Das Brandopfer war auch ein lieblicher Geruch für Gott, weil das Brandopfer für die Vollkommenheit von Jesus stand. Und in dem Augenblick, wo der Mensch sozusagen dem Brandopfer die Hände auflegte, wurde die Gerechtigkeit, die Sündlosigkeit des Lammes übertragen auf ihn. Und das ist etwas, das steht für das, dass die Gerechtigkeit Jesu auf uns kommt. Dass wir gerecht gesprochen sind durch Christus. Und wenn wir diese Opferungen so anschauen, dass die Sünde übertragen wird und dass wir die Gerechtigkeit in uns haben, haben wir ein ganz tolles Bild für das, was wir heute, was du in Christus bist. Er hat deine Schuld getragen. Und zwar nicht nur das von der Vergangenheit oder von heute, sondern auch von deiner Zukunft. Alles, was du morgen sündigst, hat er bereits getragen. Und seine Gerechtigkeit hat er dir gegeben, hat sich auf dich gelegt, sodass wir heute sagen können, ich bin für immer gerecht in Christus. Da kann der Teufel noch so viel Lüge verbreiten und sagen, du verlierst diese Gerechtigkeit. Das ist alles eine Lüge, weil diese Gerechtigkeit im Austausch stattgefunden hat zu unserer Sünde. Und wir kriegen die Gerechtigkeit nicht mehr los, egal was passiert. Gott hat sie uns angeeignet, zugesprochen. Sie ist bei uns. Wir sind gerecht für immer. Und in diesem Bewusstsein zu sagen, ich bin für immer und ewig gerecht gesprochen. Ich weiß ganz genau, alle meine Sünden, alles was war, hat Gott mir vergeben. Gibt uns eine ganz neue Dimension zu leben. Es ist die Bevollmächtigung. Es gibt uns die Vollmacht, Sünde zu vergeben. Und das ist die erste Folge. Wir haben zwei Folgen, die wir heute anschauen wollen. Die erste Folge ist, wenn du das begriffen hast, dann ist es nicht mehr notwendig, dass du für irgendeine Sünde, die du in deinem Leben begangen hast, selbst
die Schuld tragen möchtest. Es ist notwendig und du darfst dir selbst vergeben. Wie oft treffen wir Menschen und wir beten mit ihnen und dann helfen wir ihnen, die eigene Schuld, die eigene Last abzugeben. Du musst nicht mehr sagen, dafür will ich selber Buße tun. Versteht ihr? Christus hat es ja schon bereits getragen. Es ist nicht notwendig, irgendeine Schuld selber noch zu tragen. Es ist dein Stolz, der dir sagt, dafür musst du selber gerade stehen. Es ist die eigene Leistung. Und es im Namen Jesus sage ich, im Namen Jesus proklamiere ich, dass dieser Stolz jetzt zerbricht in deinem Leben. Der Stolz hat keine Macht mehr über dich, weil Christus sein Blut gegeben hat, weil Christus diese Sünde getragen hat. Und deswegen ist es notwendig, dass du die Schuld oder die Schuld, die du tragen möchtest und die dein Inneres zerfrisst, dass du diese Schuld hergibst. Und du kannst einfach sagen, Jesus, im Namen Jesu, ich vergebe mir selbst. Die Schuld, die ich tragen wollte, die sehe ich jetzt an deinem Kreuz. Man muss da nicht ein gutes Gefühl zu haben, man muss nicht warten, man muss schon gar nicht bis morgen warten, sondern wir werden nachher nach dem Gottesdienst, nach der Predigt eine Zeit haben, ein Lied haben, wo wir miteinander nochmal in die Anbetung gehen. Und das ist für dich der Moment zu sagen, so, und diese Schuld, die ich die ganze Zeit tragen wollte, die Buße, die ich tragen wollte, das lasse ich heute los. Du hast einen wiedergeborenen Geist. Und du kannst mit deinem wiedergeborenen Geist genau diese Entscheidung treffen und sagen, ich will diese Schuld jetzt abgeben. Jesus, ich gebe sie dir, du hast sie bereits getragen. Ich bin nicht mehr derjenige, der dafür Buße tut, den Zorn trägt, weil du hast ihn bereits getragen. Die zweite Folge aus dem, dass wir erlöst sind, dass wir aus der Vergebung leben, ist, dass wir auch anderen vergeben. Petrus hat uns ja diese Frage schon Jesus gestellt, wie oft muss ich vergeben? Und sagt, 7 mal 70 Mal. 7 eine Zahl für das Vollständige und 70 ist eine Zahl für die Wiederherstellung. In dem Augenblick, wo ich anderen vergebe, werde ich vollständig wiederhergestellt. Weil in dem Augenblick, wo ich jemand aus meiner Vergangenheit, der mir wirklich Böses getan hat, grolle, zornig bin auf ihn, Rache ausüben will, Rachegedanken, Wut habe in meinem Denken, wenn Bitterkeit, Zorn, Wut, Rache in meinem Leben vorkommt, dann habe ich einem, der mir Böses getan hat, nicht vergeben. Und das hat zur Folge, dass die Bitterkeit in meinem Leben sich festsetzt. Deswegen lesen wir in der Bibel, es soll keine bittere Wurzel in uns aufwachsen. Aber wie kriegen wir die bittere Wurzel los? Indem ich Vergebung ausspreche. Und wir können es, weil Christus uns bereits vergeben hat. Wir lesen in Epheser 4, 31, Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das ist Christsein. Keine Bitterkeit, kein Zorn, kein Geschrei, keine Lästerung, keine Bosheit. Das ist Christsein. Warum? Seid gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Die Bevollmächtigung ist da. Und weil die Bevollmächtigung da ist, weil Christus dir alles vergeben hat und dich vom Tod befreit hat, von jeglicher Schuld befreit hat, für immer, deswegen bist du fähig, jedem zu vergeben. Die Schuld, die Gott dir vergeben hat,
überstrahlt jegliche Schuld, die jemand an dir getan hat. Versteht ihr? Was braucht es? Es braucht wieder diese Bereitschaft, demütig zu sein und sagen, nein, ich mache meine Zornesfäuste auf und lass los. Ich lass los, ich lass den Zorn los, ich lass die Bitterheit los. Ich lass das Recht auf Vergeltung, lass ich gehen. Und wer wird wiederhergestellt? Ich selbst. Die anderen wissen vielleicht gar nichts mehr darum. Die machen sich keinen Kopf über das, was sie uns vor 20 Jahren angetan haben. Aber wir halten es fest. Und kein Wunder, dass die Bitterkeit in unserem Körper manch negatives Ding anstellt. Und wir wundern uns, dass Heilung nicht eintritt und halten dieses Böse fest. Als das Volk Israel aus Ägypten rauskam, aus der Knechtschaft, aus der Zeit der Sünde, ist ja ein Bild für die Bekehrung in das verheißene Land, ist ja ein Bild für unser Leben in Christus, bekam sie den Auftrag, die Amoriter zu besiegen. Und die Amoriter, die stehen für Bitterkeit. Sie mussten aus dem Land, aus dem verheißenen Land, die Amoriter vertreiben, besiegen. Und genau diese Aufgabe haben wir auch. Wir haben die Aufgabe, den Amoriter in uns zu besiegen, indem wir vergeben. Und das sind zwei Momente, die wir heute besprechen, die uns den schnellsten Sieg überhaupt geben, indem wir uns selbst vergeben und nicht mehr anfällig sind für Autoimmunkrankheiten, mein eigener Körper gegen mich kämpft, weil ich nämlich keine Schuld mehr zu tragen habe. Und wir dem Körper auch sagen, du bist frei, du bist gerecht, du bist geheiligt für immer. Und dass wir gleichzeitig auch den Amoriter in uns besiegen und sagen, jeder, der an mir schuldig geworden ist, lasse ich aus meiner Hand. Ich gebe ihn frei. Damit sage ich nicht, dass die Schuld nicht böse war. Ich sage nur, ich verzichte auf Rache. Willst du das tun? Für dich bedeutet das totale Wiederherstellung, totale Freiheit. Eine ganz neue Möglichkeit zu leben, ohne Zorn, ohne Geschrei, ohne zu lästern, ohne ständig auf jemand böse zu sein, lass ihn einfach gehen. Und du erlebst die Freiheit. Danke, Jesus, dass du da bist. Heiliger Geist, dass du da bist. Und danke, dass du uns die Augen öffnest für das Werk, das Jesus getan hat. Dass es so schön ist und so übernatürlich. Und dass wir ein Teil sein dürfen. Und danke, dass du uns hilfst, jetzt die Lüge des Teufels zu entlarven. Brich du jeden Zorn. Im Namen Jesus brechen wir jede Bitterkeit, jeden Wunsch nach Vergeltung im Namen Jesus. Und wir geben die Menschen frei im Namen Jesus. Wir überlassen sie dir, Jesus. Wir geben sie an dein Kreuz und wir gehen frei.